Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Wir wollen heute mal was anderes machen. Und zwar bin ich ein großer Kaffeeliebhaber und gehe auch super gern hier in die Cafés in Hamburg. Das ist momentan ja aber alles nicht ganz so schön, weil aufgrund von Corona können wir ja alle nicht so gut in den Cafés sitzen. Und deshalb setze ich mich gern bei uns hier auf unserem Balkon und trinke da meinen Kaffee. In dieser Zeit hat in Asien halt ein neuer Kaffee ist da kreiert worden. Ich meine, dass es sogar in Korea war. Und zwar Dalgona Kaffee. Das ist eigentlich kein klassischer Kaffee, das ist mehr so eine Creme. Die wird aus einem löslichen Kaffee gemacht. Ich habe jetzt mir einen von einer Bremer Kaffeerösterei organisiert. Und davon brauchen wir für zwei Kaffees, die wir machen wollen, zwei so eine Esslöffel löslichen Kaffee. Auf unseren Instant-Kaffee kommen jetzt noch zwei Löffel heißes Wasser. Eins, zwei. Jetzt tue ich dann noch zwei Esslöffel Zucker drauf und dann wird das gleich mit unserem Mixer schön schaumig geschlagen. So, jetzt schlage ich das, dann wird das jetzt mal ein bisschen lauter hier, bis es richtiger Schaum ist. Sieht richtig geil aus, ne? Ja, eine schöne feste Creme haben wir jetzt hier gemacht, die richtig schön lecker Kaffee beinhaltet und echt geil ist. So, für unseren Kaffee gebrauchen wir jetzt ja unten unser Getränk, dann kommt ja da oben die Creme drauf. Normal nimmt man sich einfach Milch, also füllt hier auf, schön mit ganz viel Eis, tut da Milch oben drauf und dann kommt oben diese Creme da drauf. Ready. Das wäre die einfachste Variante. Die finde ich aber langweilig. Ich finde, wir machen jetzt mal einen mit Erdbeer. Dafür haben wir uns Erdbeeren gekauft. Ich viertel mir jetzt meine Erdbeeren. Dann tue ich da ein bisschen Eis drauf, Milch, Vanillezucker. Und dann werde ich das Ganze einmal mit meinem Zauberstab durchpürieren. Und dann haben wir einen wunderschönen Erdbeershake mit einem Dalgona-Kaffee-Topping. Richtig geil. Ich glaube, das ist geil. So, dann tue ich da jetzt noch mal ein bisschen Vanillezucker rein. Bin ja so ein Vanillezucker-Fan. Ich finde das ja immer oh, Geschmack, ne? richtig. Weil so ohne, finde ich, ist das eher langweilig. Und das finde ich nicht so schön. So, ich tue da gleich zwei drauf. Sind ja auch zwei Leute, also auch zwei Dalgona-Cafés, die wir jetzt machen. Heute mache ich die eine Variante und morgen mache ich eine neue Variante. Da werde ich mir was einfallen lassen. Irgendwas Geiles. Genau, so, jetzt brauchen wir ein bisschen Eis. Wassereis, klassisch Wassereis, ne? Ich kann das bestimmt auch mit einem richtig normalen, klassisch, ganz normalen Vanilleeis machen. Aber das war schon gut. So, schön viel Eis da rein. Das tun wir mal weg. Aber einer geht noch. Nein, es geht keiner mehr. Die wollen nicht. Das reicht mir aber auch. So, dann tue ich da schön jetzt Milch drauf. Und dann ist das gleich ein Fall für meinen Mixer. So, klasse. Und dann wird es gleich wieder laut. Ich ärgere mich so ein bisschen. Als ich mir diesen Zauberstab gekauft habe, da gibt es auch einen Mixaufsatz für. Den habe ich mir leider nicht gekauft. Jetzt im Nachhinein, das wären nur 10 Euro mehr gewesen. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich es nicht getan habe. Aber im Nachhinein ist man immer ein bisschen klüger. Ja, wir haben ja den Mixer. Ich habe gedacht, der reicht aus. Das reicht aus.
Ja. So, dann können wir das schon mal auffüllen. Mmh, genial. Wow. Sieht richtig, richtig toll aus. Mmh. Yummy. Und? Hälfte, Hälfte. Genau. Ja, so. Dann brauchen wir mal einen Löffel. So, und jetzt kommt die Crema. Genau, die Crema obendrauf. Kaffee-Crema. Oh. Mhm. Riecht schon so genial. So. Ist doch geil, oder? Könnte man bestimmt auch an einen Spritzbeutel tun und mit einem Spritzbeutel oben drauf machen. Dann sieht das, glaube ich, noch ein bisschen geiler aus. Ich glaube, ich werde meine Hausaufgaben machen. Den nächsten, den wir machen, den machen wir oben mit einem Spritzbeutel das oben drauf. Ja, aber das ist auch nicht schlecht aus. Richtig toll. Ja. Richtig schön. Finde ich auch. Geil geworden. So, mit dem zweiten Löffel. Wir wollen ja nichts verschwenden hier heute. So. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich finde, das sieht genial aus. Ja, finde ich auch. Richtig. Oh ja, toll. So, that's it. Wahnsinn. Dalgona Kaffee Erdbeer. Strawberry Dalgona Coffee à la Frank. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unser kurzes kleines Video hier. Ja, zweites werde ich noch machen. Wir trinken jetzt erstmal den und dann setze ich mich hin und mache ein neues Video mit einem neuen Rezept für euch. Wir haben auch noch Matcha, das möchte ich gerne Jajuk machen. Das machen wir dann auch in den nächsten Tagen. Ja, dann abonniert uns, wenn euch das gefallen hat. Gebt uns einen Daumen und es sagen tschüss. Jajuk. Und Fragen vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.